Ein wunderbares Meer. Eine schöne, luftige, verdammte Windbrise. Und Ruhe. Was will man mehr für einen wunderbaren Ort? Oh, wir sind nicht hier, um Urlaub zu machen. Wir sind hier, um das nächste Mysterium der Welt aufzudecken. Tentaculus Hentai Maximus, auch im Volksmund bekannt als Krake, Riesenkrake. Vielleicht finden wir noch einen anderen, aber Algenmänner sind sehr selten, also das bezweifle ich. Und ich will nicht wieder in so eine Yeti-Situation. Also, lasst uns loslegen! Er fürchtet sich nicht, er geht ganz nah ran, er schaut ihnen ins Gesicht. Er kennt alle Tricks, er wartet tagelang und oft passiert da nichts. Aber dann muss er ran, anders und die Mysterien, anders und die Mysterien, anders und die Mysterien der Welt. Anders und die Mysterien, anders und die Mysterien. Anders und die Mysterien der Welt. Anders. Und natürlich, um solche Kreaturen, die in diesem wunderbaren Meer leben, zu finden, müssen wir natürlich zuerst mal ins Meer. Also, es wird Zeit. Fuck, mein T-Shirt! Das lassen wir drin, das ist perfekt. Es ist so kalt! Es ist so kalt! Was zur Hölle? Ruft denn der jetzt an? Hallo. Also Maxi, wirklich ganz ehrlich, was hat dich bei diesem Video geritten? Du Len, sorry, ich bin gerade in einem Business-Meeting mit Joe. Bitte sag nicht Joe, Ma. Oh Mama! Oh, er hat's gesagt, oder? Sagt, ist mir gerade eine geniale Idee gekommen. Ich brauche ein Fahrzeug. Simsalabim! Mein Fahrzeug gehalten habe, wird es nun Zeit, in sich zu stechen. Wünscht mir Glück. Vielleicht überlebe ich es. Vielleicht überlebe ich es nicht. Aber merkt mir mal eins. Luder. Voll-Luder. Scheiße! Ihr seid ja auch noch hier. Was ich gerade mache. Ja. Man sieht, ich koche. Ach so. Was mit dem Oktopus passiert ist. Nun ja. Jetzt habe ich dich. Soll ich sagen, das bleibt weiterhin ein Mysterium der Welt?